Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen YouTube Q&A von mir. Es haben sich tatsächlich sehr, sehr viele gewünscht und ich dachte, ich mache euch jetzt mal ein Q&A. Ich habe die ganzen Fragen von Instagram und ich werde euch die jetzt einfach mal vorlesen. Ich werde mir so 10, 12, 15 Fragen raussuchen und die werde ich euch dann beantworten. So, dann einmal die erste Frage. Wie viele von deinen Geschwistern haben schon Kinder und wie alt sind sie? Also ich habe ja insgesamt sechs Geschwister und davon haben eins, zwei, drei tatsächlich schon Kinder und die sind 37, ungefähr 30 und 22, fast 22. Dann die nächste Frage, bist du mit deinem Partner verheiratet? Nein, wir sind nicht verheiratet, wir sind verlobt und wir würden sehr, sehr gerne heiraten. Allerdings gibt es so ein paar andere Wünsche, die wir uns vorher noch erfüllen wollen. So eine Hochzeit ist natürlich auch immer unglaublich teuer und das muss gut geplant sein. Und meine Hochzeit soll halt auch wirklich sehr, sehr groß und pompös sein. Dann die nächste Frage, seit wann ist Lia trocken und wie lange hat es gedauert? Also ich spreche da nicht so gerne drüber, über dieses Trockenwerden-Thema, weil ich finde, es ist einfach ziemlich intim. Aber sie ist trocken geworden von alleine mit 2 Jahren. Ich glaube, dass es an den Stoffwindeln lag. Sie hat die Stoffwindeln einfach immer wieder ausgezogen über Nacht. Und wir haben dann normale Wegwerfwindeln probiert. Auch die hat sie sich ausgezogen über Nacht. Ja, und da das Ganze im, ja, Frühling, Sommer passiert ist, habe ich sie dann auch teilweise einfach ohne Windel in der Wohnung rumlaufen lassen oder auch im Garten. Und das Töpfchen stand immer schon, seitdem sie 1,5 ist, haben wir das Töpfchen halt immer in Griffweite gehabt. Und genau, dann wurde sie selber mit 2 Jahren trocken. Und das ganze Jahr ging super schnell eigentlich. Also ich habe es halt immer, ich habe ihr halt das Töpfchen immer näher gebracht und dann zack, von einem auf den anderen Tag hat es dann geklappt. Macht euch aber keinen Stress bei den Kiddies. Jedes Kind ist unterschiedlich und es ist vor allem schlimm, wenn man dem Kind Druck macht. Das heißt, nimmt den Druck raus, lasst das Kind selber probieren und das Kind wird schon selber merken, okay, jetzt möchte ich gern trocken werden. Bei Juna haben wir jetzt tatsächlich auch angefangen. Also das Töpfchen steht seit ein paar Wochen wieder im Badezimmer. Das hatten wir ja vorher weggeräumt, weil Lia ja schon trocken ist und auf die Toilette geht. Und jetzt steht es wieder im Badezimmer und auch June fängt jetzt langsam an, schon den Kontakt zu suchen. Nächste Frage: Waren deine Schwangerschaften einfach, Übelkeit und so weiter? Ja, also ich kann schon sagen, ich hatte zwei sehr einfache Schwangerschaften. Ich glaube, es liegt auch an meinem Alter. Ich habe jetzt schon mit mehreren Mamis gesprochen, die ja mit 18 ihr erstes Kind bekommen haben und dann mit 30 ihr zweites Kind bekommen haben. Und die haben gesagt, zwischen den Schwangerschaften liegen einfach Welten. Also die zweite Schwangerschaft war viel, viel anstrengender und viel schlimmer, was Übelkeit und sowas angeht. Also ich glaube, das liegt auch teilweise echt am Alter. Ich hatte bei beiden wirklich total Glück. Sowohl bei der Geburt als auch in der Schwangerschaft. Kaum Übelkeit und auch kaum Wehwehchen. Wie viel gibt ihr in der Woche für Lebensmittel etc. aus? Also wenn ich einen Großeinkauf mache, dann sind es meistens so 100 Euro. Manchmal auch 120 oder 130, je nachdem, was man kauft, ob man jetzt bestimmte Vorlieben hat diese Woche oder jetzt war zum Beispiel gerade bei uns letzte Woche das Ben & Jerry's Eis im Angebot. Da habe ich natürlich auch ordentlich zugeschlagen und wir haben uns fast jeden Abend ein Ben & Jerry's Eis gegönnt. Also ja, wenn solche Sachen halt kommen, dann kauft man ein bisschen mehr, aber sonst um den Schnitt 100 Euro für Lebensmittel und so weiter. Lebt Nasko noch bei euch? Man sieht ihn gar nicht mehr. Also Thema Hund ist es so. Viele wissen ja, dass wir so einen kleinen Chihuahua haben. Und ich habe den unglaublich lieb. Aber tatsächlich ist es gar nicht so einfach geworden mit 2 Kindern. Also mit einem Kind ging das noch wunderbar. Allerdings fing es auch da schon an, dass Lia halt immer wieder dem Hund hinterhergerannt ist, als sie klein war und den Hund gejagt hat. Also sie ist halt immer hinterher und wollte den Hund streicheln. Das konnte der Hund überhaupt gar nicht ab, weil er eine sehr, sehr schlechte Kindheit hatte. Genau. Und jetzt hatten wir dasselbe bei June auch. June möchte den ganzen Tag diesem Hund hinterherrennen und will ihn immer streicheln. Das ist dem Hund viel zu viel. Der Hund ist nur den ganzen Tag am Hin- und Herrennen zwischen den Ecken vom Zimmer und ich musste ihn teilweise schon in die Küche einsperren, damit er wenigstens mal ein bisschen runterkommt. Er hat angefangen zu spucken, er hat angefangen zu markieren, er hat angefangen zu beißen und da war für mich das Zeichen, okay, er kommt erstmal weg. Wir sehen ihn jeden Tag. Er wohnt bei unseren Nachbarn.
Ich sehe ihn jeden Tag, ich kann ihn jederzeit haben, wenn ich möchte. Aber er hat dort einen Freund, er hat dort eine wundervolle Familie und es geht ihm dort auf jeden Fall besser als bei uns. Es ist super, super schade und ich vermisse ihn unglaublich, aber ich freue mich, dass ich ihn jeden Tag sehen kann, dass ich ihm aus dem Fenster sogar zuschauen kann, wenn er im Garten ist. Und ja, das ist so gerade der Stand der Dinge. Dann die nächste Frage. Wünscht ihr euch noch ein drittes Kind? Ja, tatsächlich sind wir gerade so auf dem Stand, dass wir auf jeden Fall ein drittes Kind möchten. Der Zeitpunkt ist aber noch überhaupt gar nicht fest. Also ja, wir wissen da überhaupt noch gar nicht, wann und wie. Also ich habe jetzt im Kopf 2024, weil es für dieses Jahr einfach ziemlich spontan wird, sage ich jetzt mal. Also es ist noch nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt. Und es ist auch nicht die nächsten Monate so, dass wir sagen, okay, jetzt wollen wir schwanger werden. Und dementsprechend, ja, denke ich nicht, dass wir dieses Jahr noch schwanger werden. Dann die nächste Frage. Wann möchtest du am liebsten heiraten? In Klammern Jahreszeit. Also ich würde auf jeden Fall gerne im Sommer heiraten, weil dann kann man auf jeden Fall schön Kleider tragen und man friert nicht. Dann die nächste Frage. Wie ist das Verhältnis zu deinen Geschwistern? Das ist mal so, also teilweise gut, teilweise nicht so gut. Aber Streit gibt es, glaube ich, in jeder Familie. Dann die nächste Frage. Könnt ihr euch auch ein viertes oder fünftes Kind vorstellen? Also ein drittes weiß ich ja. Du bist super. Erstmal Dankeschön, liebe Tina. Und ja, also ich kann mir durchaus ein viertes oder fünftes Kind vorstellen. Allerdings ist das bei Felix nicht so der Fall. Wir schauen mal. Er konnte sich nämlich auch kein drittes Kind vorstellen. Also wir sind mal gespannt, was die Zeit bringt. Dann die nächste Frage. Machst du Sport bzw. Home Workout? Also ich bin jetzt nicht so der, also ich bin nicht so der sportliche Typ. Ich habe einfach unglaublich wenig Motivation für sowas. Ich mache ab und zu mal was, wenn ich mich danach fühle. Aber jetzt diesen Winter zum Beispiel waren wir einfach unglaublich krank und da hat es natürlich auch überhaupt gar nicht in den Kram gepasst. Was ich aber gerne machen würde, ist Hula-Hoop-Reifen. Das ist, glaube ich, voll mein Ding. So, letzte Frage und zwar, mich würde deine Familie sehr interessieren, also Eltern, Geschwister und euer Verhältnis. Also, unsere Familie ist ziemlich auseinandergerüttelt, es ist viel passiert in der Zeit und es ist nicht so wie bei einer normalen Familie. Also ich habe ja sechs Geschwister und ein Teil davon ist aus einer ersten Ehe von meinem Vater und auch die habe ich trotzdem sehr, sehr lieb. Ja, das gehört alles nicht ins Internet und ich weiß, dass bestimmt viele an diesem Thema interessiert sind, aber es gibt einfach Dinge, die hat man nicht im Internet auszutragen und ja, es ist nicht in jeder Familie rosig, vielleicht so wie bei euch, aber trotzdem bin ich kein schlechterer Mensch. Und jetzt hoffe ich, euch hat das Fragen-Antworten-Video gefallen. Die June und ich verabschieden uns. Und ihr könnt mir gerne weitere Fragen in die Kommentare schreiben, dann mache ich gerne nochmal einen Teil 2. Und es kommen jetzt auch wieder ganz, ganz viele Videos auf jeden Fall auf euch zu. Also seid da gespannt, denn wir fliegen tatsächlich in 2 Wochen in den Urlaub und wir nehmen euch auf jeden Fall jeden Tag mit. Also da erwartet euch auf jeden Fall viel. Jetzt sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. June macht auch Winke, Winke. Super, klasse. Tschüss. Mua.